Es ist circa 19 Uhr und wir sind alle gespannt und aufgeregt, denn 10 Tage voller Action stehen uns bevor. Es geht nach Polen. Herr Sellmeier trifft noch letzte Vorbereitung und dann geht es endlich los. Wir fahren heute nach Polen zum Schüleraustausch und haben die Kamera mitgenommen, damit wir für euch den ganzen Austausch mal ein bisschen dokumentieren können. Im Moment stehen wir auf dem Bahnsteig in Hamm und warten auf den Zug, der uns gleich nach Polen bringen wird. Herr Sellmeier, wie ist es zu dem Polen-Austausch gekommen, der mit dem 4. Lyceum in Katowice stattfindet und wie war es bis jetzt? Also der Austausch hat im Jahre 1990 begonnen und zwar durch eine Initiative über eine Bekannte hat sich der Kontakt zu dem 4. Lyceum in Katowice ergeben. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir Studienfahrten durchgeführt, auch nach Polen, aber als dann die Idee aufkam, mit einer Schule Kontakt aufzunehmen und Schüleraustausch zu machen, waren eigentlich beide Seiten davon so begeistert, dass wir beschlossen, das dann sofort in die Tat umzusetzen. Und so haben wir dann schon im Jahre 2000 den ersten Schüleraustausch, die erste Begegnung zwischen diesen beiden Schulen, also dem 4. Lyceum Katowice und dem Schillergymnasium, durchgeführt. Es ist zur Tradition geworden, aus der Nachtfahrt eine große Party zu machen. Wir freuen uns schon riesig und bereiten alles vor. Langsam wird es dunkel und unser Zug rollt Richtung Osten. Wir sind jetzt hier auf dem Weg im Zug von Posen nach Breslau und wir werden da eine kleine Stadtführung haben und dann uns ein bisschen die Stadt anschauen. Endlich angekommen in Breslau. Eine kleine Katzenwäsche am Bahnhof und schon geht's weiter. Breslau ist eine Stadt von etwa 650.000 Einwohnern. Und hat eine sehr wechselvolle Geschichte gehabt, wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Nach Herrn Sellmeiers Vortrag über die Stadt nehmen wir unsere erste polnische Mahlzeit ein. 3 Euro für ein ganzes Frühstück. No. Ja, wir sind jetzt hier in Breslau, haben uns gerade bei McDonald's gestärkt und warten jetzt auf den Stadtführer, der uns hier alles zeigen kann. Diese Provinz und diese Stadt gehörten bis zum 14. Jahrhundert zu Polen. Beherrscht wurden sie von der Dynastie der Piasten. Danach herrschten die Tschechen bis zum 16. Jahrhundert in Breslau. Sie mussten die Herrschaft dann den Österreichern überlassen, die sie 1741 an den preußischen König Friedrich II. Abtreten mussten. Nach der Führung durch die wunderschöne Stadt geht es auf nach Katowice. Also wir waren jetzt den ganzen Tag in Breslau, sind alle ziemlich kaputt und sind jetzt im Zug auf dem Weg nach Katowice. Und dann gegen Abend haben wir endlich unser Ziel erreicht. Unsere Gastfamilien nehmen uns herzlich in Empfang und von Anfang an ist die Atmosphäre sehr gut. Doch wir sind alle müde und gehen zunächst mit unseren Austauschpartnern nach Hause. Unsere Partnerschule, das 4. Lyceum, liegt mitten in der Stadt. Ein Plakat empfängt uns vor der Schule und in der Aula heißen uns die Direktorin und 2 Lehrer willkommen. In der Pause haben sich die Gruppen schon gemischt und alle reden über den ersten Abend. Ja, wir waren gestern Abend in so einem Hardrock-Café, also das war irgendwie von so einer Pizzeria dann eröffnet worden. Dann sind wir durch die Stadt gelaufen, haben noch mit Polizisten geredet, waren dann noch im kleinen gemütlichen Pub und haben Freddy Krüger geguckt. Die Oma kam an und hat mich begrüßt. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Die konnte sogar Deutsch. Das Essen ist
saugeil. Es gibt Massen von Fleisch. Man kann nachts um 2 Uhr nach Hause kommen und man findet immer noch Fleisch irgendwo. Oder die Eltern haben einem noch so einen riesen, weiß ich, Mitternachtsimbiss hingestellt, der dann aus Brötchen und Aufschnitt und so. Also es ist echt edel hier, muss man sagen. Also ich schätze mal, so 3-4 Kilo wird man auf jeden Fall zunehmen hier können. So, jetzt geht's auf in die Sporthalle. Basketball. Poland vs. Germany. Johannes Arnold baut auf. Etwas riskanter Pass und sofort abgefangen. Gegenangriff der polnischen Mannschaft läuft und Stopp, Erfolg. Spielstand nur noch 14-7 für die deutsche Mannschaft. Als speziellen Programmpunkt besuchen wir jetzt das schlesische Parlament. Also das schlesische Parlament ist eins von 16 polnischen Parlamenten insgesamt. Wir wissen ja, dass es in Polen vor einigen Jahren eine Gebietsreform, eine Strukturreform gegeben hat, dass aus über 30 Woiwodschaften insgesamt dann 16 geworden sind. Man kann die Woiwodschaften vergleichen mit den deutschen Bundesländern. Und diese Woiwodschaften haben zwar nicht ganz die Autonomie wie deutsche Bundesländer, aber doch weitaus mehr Autonomie als vorher, das der Fall war bei den alten Wahlbotschaften. Welche Ziele haben Sie sich für diesen Austausch gesetzt? Ja, wir haben ja im letzten Jahr gemeinsam eine Photovoltaikanlage bei der Schule in Katowice aufgebaut. Und wir hatten damals ja die Idee und die Absicht, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Solartechnik zwischen beiden Schulen weiterzuentwickeln. Das konkrete Ziel für diesen Besuch, den wir durchführen, ist, dass wir diese Solarzusammenarbeit in Gang bringen, dass wir sie fördern, dass wir die Zusammenarbeit zwischen den polnischen und den deutschen Schülern in einer Solargruppe durchführen